die ganzen Thumper-Turrets zu diesen Gilden. Ja, Es dann ist stellst du eigentlich, sie schön in der Luft, kann dass man die auch Viecher kein nur AOE. da unten Oh fuck, spawnen ich hab und das gepennt! Warum sagt denn keiner was? Ja. Ah! Bin auch Oh mal Mann, ich bin verpennt. mal. Oh, wieso spawnt niemand was? Wir spawnen Ja, alle zur was. Tür. What the fuck, bei mir sind ja alle dran vorbeigerannt und dann zurückgemacht. Okay, Zombie wie immer, ne? Ja. Ja, Moa, ich fange halt ein bisschen mit Granaten an. Naja. Das ist auch mal Das sehr, ist sehr ein Krieger interessant. mit. Wir haben zwei Krieger unten. Killt die Mobs, killt die Mobs, ihr könnt die schon abfangen, weil die Krieger können keinen Damage am Tor machen. Ihr braucht nicht die Krieger Wir haben beschäftigen, ihr. vier Leute unten und die Skrid. Vier Ja, Leute. killt nur die Skrid, killt nur die Skrid. Die Okay, dann Domi, niemand am bleibst du Supply hier? kann. Die Skrid Ja. dran sind, können die nichts machen, weil die machen kein Damage am Die Tor. haben Turret Engine, die haben fucking Turret Engine. Oh, Es macht oh, nichts. wir haben einen, der mittig abfängt. Oh, ich Egal, seh's. killt den, killt den, killt den. Die machen kein Damage, nur die Skrids, ihr müsst nur die Skrids töten. Die Spieler machen Leichter kein Damage. Gesagt als getan, ich sehe ja, nicht, wir was haben vier Leute passiert. unten. Wir haben Ja, Bunker wir Guard, wir sind haben down zwei unten. Krieger. Okay, aber der oben ist auch dann, oder? Und unsere Ja, pushen weiter. Wir haben unsere mehr, die pushen. pushen. Ja. Ich komm runter. Ich aktiviere nochmal zwei und dann komme ich auch. Oh Gott. Ja, Moa und ich sind tot. Ohne Lag würde es vielleicht gehen, aber. Mehr. Naja, Fuck, wie viele wir haben. Doorbreaker Okay, haben die denn noch? Ich kann halt nichts okay, dodgen. Ein Skrid kommt an der Seite vorbei. Sputti, die haben die geheilt. Die haben einen Bunker Guard, die haben Turret Engie, die haben. Echt, die heilen die. Ja, die heilen die einfach durch. Holy shit. Genau. Ja. Okay, wir jetzt einfach. Kommen jetzt auch. Die sind extrem aggressiv. Das ist, finde ich, gar nicht schlecht. Ja, ist eine gute die Taktik. Idee. Oh Gott, die Lags gerade. Holy. Ah, die Doorbreakers hell, sind jetzt alle down. Ihr ist ein Thief am Ja, Defenden. Dann lasst welche raus. Ich halte den Walter mal Guard hier. Down. Gut, siehst du das Target? Wir Okay, haben nur noch lass eine auf den Guard Guardian Line. Gehen. Lass auf den Guardian Nur noch die dritten Guards stehen. Freund, Wundervoll. Die hätten früher rauspushen sollen, dann hätten sie das echt was gebracht. Oder rausziehen. Was machen wir ja. jetzt? Die holen jetzt, Supply und wir wollen dasselbe wieder machen. Das ist doch die hier auch schon wieder ab. Ja, ja, lass die Supply töten. Lass die töten hier. Ja. Versucht die zu töten. Ja. Gert. Das ist ein Hembo, den können wir easy killen. Never mind, ja. Solange die noch diese Form anhaben. Okay, ich mach Stickschuss an. Komm zurück zur Base, schnell, ich bin ja down gegen den Turret Energy, der auch down ist. Weiß nicht, ob ich es schaffe. Okay, sieht gut aus, sieht gut aus. Okay, jetzt kommt der Dings. Der Abwehr. Könntest gleich einfach die Supplies von denen aufheben, die hier sterben. Ja, holt dann jeder Supplies. Wo seid ihr? Ich bin down. Wo seid ihr? Ja. Ihr müsst eins down, ihr müsst eins Ich bin down. Nein. Oh damn. Ja, das Double ready? Nee, ein ready. Eine wird gebannert, eine andere liegt. Stomp. Ja, ich kann nicht. Hab ihn. Danke. Jemand zum oberen Buff an. Weiß nicht, ob die es mitbekommen haben, aber. Der ist auch down, okay. Und dann holt alle ein Supply, dann machen wir es selber. Dann machen wir auch den offensiven Push. Mit, ich ja, ich, mit ich, dem ich hol die Creature, ich hol die Creature. Und jeder zwei Supplies. Und dann alle Mega Dawnbreakers Push. und dann werden wir okay. mit der Legendary Creature pushen. Lass die schön bluten, die retzen sich wie so Idioten. Okay, Creature kommt, Decke. Achtung. Okay, nice. Dann jetzt noch schnell alle, Supplies laufen. Alle der zwei Supplies der abgeben und dann pushen. Go. Chronic. Ich, Supplies. Ja, ich halte hier gerade ab. Du kannst hier schön holen. Okay, die können uns eh nur. Der kann uns nicht interrupten, das ist ein Schock. Und mit der Legendary Creature rennen. Go. Okay, dann lass so schnell wie möglich spawnen. Go, die wollen den schon. Ja, umsetzen. dann hin, geht hin. Da ist schon ja. der Tod, Angie. Oh Mo, das sind die falschen, oder? Nee. Sind das die richtigen? Sind das die falschen? Wollen wir die? Sind die richtigen, go, wir wollten gerade Dorf, ja. Die töten den. Die Warte, töten hä? Den. Ich kann nicht porten. Fuck. Supportet den, ich heal den. Go, kill die. Ja. Rip more. Und healt den Lord, wenn ihr könnt, oder den Typ. Ich mach Great, dann rennt er da durch.
Das die, können tot? Die können den nicht aufhalten, die können den nicht aufhalten. Aber die Turret Engies, der Turret Engie farmt hier unsere Creatures. Doorbreaker. Dann kill die. Die müssen doch irgendwie durchkommen, oder? Ja, haut einfach den Net Turret weg, haut den Net Turret weg, dann ist alles okay. Turret Engie, ey. Den Ailer sollte man alle umbringen. Ich bin an den Wachen schon mit unserem Typ. Ich heil den auch ziemlich gut. Also der ist noch gut am Leben. Ich hab den Energy aus der Refuge rausgehauen. Killt die Wache. Oh, der müsste down jetzt sein. Hier vorne sind noch Veteran Guards. Ja, ist er. Und killt die. Weil solange die da sind, macht er nichts. Auf unsere defensiven Leiter, oh, da sind auch von denen welche, ne? Egal, kill die jetzt. Haben wir überhaupt noch Doorbreaker hier? Nee. Ja, wir müssen einfach nur den Typen hier heilen. Die sind hinterm Gate. Ah, der macht nicht so viel Damage. Wir haben zwei im Downstate. Okay, ja. Ich geh zurück. Zwei down. Ich geh zurück. Halt die down. Die Doorbreaker dürfen jetzt nicht. Die sind hinter dem Tor tot. Ich hol mir den zweiten Buff unten. Ich versuche den zweiten Buff zu holen und renn dann zu Blei. Weil wir haben keine Doorbreaker mehr. Jo. Und du gehst noch down? Nein, aber die sind an den Bleedings. An den Bleedings, aber das wird nicht helfen. Ich werde den zweiten Typ bekommen. Da ist niemand, der mich hinterwaffen kann. Niemand? Kommt okay. Jetzt, doch, da kommt jemand, aber er ist zu spät. Hab's. Nice. Und jetzt hol ich noch mehr Supply. Ja, ich hol auch Supply. Einmal schnell. Ich hol auch Supply. Nein, bleib vorne. Aber nicht alle Doorbreaker. Du musst töten, Domi. Okay. Weil der ist toll spawnt. Okay, also okay. Nicht, und unser Archer anfangen zu spawnen. Unser Champion ist tot. Das Tor ist aber bald durch. Lass dir weg, Chronic, kannst du das. Ja, geh zum zweiten Hero, supportet den direkt. Okay, jetzt einfach nimm Supply, ich support dich so lang. Lass raus, Chronic. Ich bin so lang weg. Ich will den Thief noch. Nee, das ist doch okay, wir können hier schön weiter Stunk machen. Okay, gehen wir den schnell down, okay. Egal. Einfach. Also Archer. Ja, lass 4 Archer spawnen. Mach Damage auf den Dieb, der ist hier stealthed. Auf meiner Position. Weiß nicht, die killen den. Die killen den Hero, ihr müsst den Hero supporten. Was macht ihr? Ich spawn noch Sicherheit. Wir sind in der Base und töten die. Wir haben zwei Leute. Ich spawn 2 von denen und du 3 von denen. Okay, Moore, geh weiter. Nur zur Sicherheit, dass wir es auch tot kriegen. Ja. Ich hol nochmal 2, geh du schon zu den anderen. Ich hol nochmal 2. Lol. Mich schreibt einer gerade an, 37 Minuten Rank-Queue-Wartezeit. Holt wirklich die Leute, die selbst nicht spielen können, gerne hier mit in den Stream, dass sie zuschauen. Man kann das ja parallel machen. Zuschauen und gleichzeitig okay. Selbst spielen. Ich spawn mehr Archer. Ja, das sieht sehr gut aus. Wir kriegen auch schön viele Punkte durch die Kills, die wir machen. Ja, selbst wenn das hier über Zeit entschieden werden würde. Glaube ich aber fast gar nicht. Ich glaube, wir... Ich spawn nochmal Archer, weil ich lustig bin. Moby, Forehead. die haben zwar Doorbreaker, aber das bringt denen nichts, weil unsere Wachen die easy killen. Ja, was wir hier auch machen, bringt uns auch nichts. Ich geh mal weg. Doch, jetzt kommt die Archer. Wieso, es kommen doch jetzt unsere Creatures. Ah. Wenn wir die unten mal verteidigen würden gegen den Dieb. Ja, eben. Das ist halt ein bisschen doof. Achso, die haben die gekillt. Okay, dann muss ich nochmal Doorbreaker spawnen. Wir stehen hier alle oben an der Tür und machen nichts. Ja. Das ist doch, wir killen Leute. Ja, wir killen Leute. Ja, so richtig okay, useful ist das nicht. Ich werde auf die defensive Line gehen, weil da ist irgendjemand, der pusht. Ich will den kurz töten. Die rennen jetzt auch Supply, also Ja, ich helfe dir kurz mit. Wir sollten aufhören hier so. Nee, ist okay. Es kommen nur Archer durch, wir brauchen keine Archer. Ja, doch, die machen auch Damage am Tor, nur halt wenig. Das Tor ist fast down. Meinst du, Archer können das so schnell machen? Es sind schon Doorbreaker offen. Die Legendary Creature. Ach, die spawnen 3 Sekunden nicht. Ja, beide. Ich sollte mal ein Auge drauf haben. Okay, dann geh ich. Wir haben hier 3 Leute. Ich geh zum unteren. Tami, gehst du zum oberen? Ja, ich bin da. Spudding, kannst du mal ein paar Sachen spawnen? Ein paar normale, oder? Oder willst du jetzt zurück? Ja, mach ich. Wobei, da kommt gerade Doorbreaker, Domi. Kannst du die stealthen? Ja. Und wenn ihr die staffen könnt, dann kannst du ja auch da bleiben.
Ja. Ich hab hier ein 1-on-1 gegen, ich muss gegen du den Rainbow 1-on-1. Du kannst einfach casten, wenn das nein, nicht nein, der Rainbow, der kann mich okay. nicht interrupten. Ja, okay. Oh, ich hab beide gestaffed bekommen. Oh, das ist so schwierig, das zu machen. Muss man perfekt time. Sind beide gestaffed, das sollte reichen. Not halt koordiniert mit Last und ich schon, aber wir haben wenig. Das ist das Problem. Oh, der ja. Movi zieht weg. Wir sind wieder aus dem Stealth. Komm schon, ihr schafft das. Ich cast schon mal. Okay, er geht weg. Wir haben ihn down. Wir haben zwei Creatures, ja, GG. Tommy, zieh dich hier raus. Moa, du auch. Nicht reingehen. Wir warten auf unsere beiden Heroes. Ja. Die Kasten ist. Ja, Mobi, den kommen wir auch zum Lord. Wir brauchen das jetzt nicht mehr machen. Komm, Attacke. Okay. Dann komme ich auch zum Lord. Tür ist offen. Das ist GG. Ja, der eine Hero ist schon da, den können wir schon anfangen zu pushen. Ja, ja. Und der zweite kommt nur als Backup, der ist scheißegal. Einfach voll. Wollen wir schon mal reingehen und den Hero. Warum wollen wir nicht erstmal zwei Downstep befördern oder so, die hier eh schon draußen stehen? Das baut doch mehr einfach, Druck. Einfach rein. Go, 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 go. Der wird jetzt nämlich auch gleich so ein Mega-Channel machen. Zwei wurden zurückgezogen, einer ist jetzt da vorne bei euch alleine und der steppt jetzt deshalb. Der Guard ist down hier. Ja. Er macht ja jetzt nicht diesen massiven Knockdown. Oh, die haben den geratzt, aber. Ja, ja, doch, macht er. Geht direkt auf den Lord wahrscheinlich, oder? Ja, direkt Lord. Wollen wir auf den Lord, ja? Ja, ja, geht auf den Lord. Die haben nämlich Redspawner gerade für den Bunkerkrieger benutzt, also haben die keinen Redspawner für den Lord. Ja, das ist voll... Das ist richtig schlecht von dem. Ich glaube, da haben die gar nicht dran gedacht. Ja, natürlich nicht. Aber wir müssen gleich stampfen. Ja, oder einfach damagen. Ich hab gerade eine 25 Bleeding Epidemic durchgekriegt. Ich damage ich hier einen Stump, tot, dass du ready bist. Gott, sind die alle tot hier! Holy shit! Ja, wie gesagt, 25 Bleeding Epidemic. 840 Punkte auf meiner Seite. Also das wird interessant zu sehen, wie sich der Modus hier entwickelt. Ich glaube, das kann echt interessant werden. Da gibt es nämlich echt einige verschiedene Taktiken, die man machen kann. Das mit dem wir könnten eigentlich das mal, was die machen, und dann auf die andere Taktik umswitchen. Ja, weil einfach nur, dass wir die erste Tür richtig schnell durchrushen und dann... Ja.